Hallöchen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Resident Evil 5. Ja, nicht wundern, dass ich auf einmal andere Munition hier habe. Ein bisschen. Liegt daran, weil ich den Mist jetzt nochmal spielen musste. Ich bin aber jetzt nur die wichtigsten Passagen abgegangen. Also ich habe nur die 4 Tafeln eingesammelt. Und das war's. Genau. Deswegen auch andere Munition jetzt hier. Also mal mehr, mal weniger. Wir machen auf jeden Fall weiter. Ich frage mich nur, warum man das nicht gespeichert hat. Ach ja, war nur Kontrollpunkt, ne? Ach, ich hätte hier durchgehen müssen. Dann hätte er gespeichert. Oh. Naja, das ist, wenn man nicht so richtig aufpasst, ne? Dann passiert halt solche Sachen. Da laufe ich ja gerne immer durch eigentlich. So. Ja, hier geht's auf jeden Fall weiter. Hier sind wir. Also, hier kommt. Ah, da kommt als nächstes. Ah, jetzt habe ich den Raketenwerfer nicht, ne? Ah. Ist auch egal. Schaffen wir auch ohne. So. Ich würde sagen, ich sammle jetzt erstmal hier alles ein. So. Der Magnum kann ich schon mal nehmen. Die Magnum werde ich. Ah, rotes Kraut, ne? Ja, komm, das geben wir ihr mal. So, das kann sie nehmen. Beim Maschinengewehr, wie gesagt, nehme ich ja nicht. Hat sie auch einiges an Schuss, muss ich sagen. So, da ein bisschen Gold oder Geld. Hier kriegen wir noch ein bisschen Pistole. Oh, runter hier. Da ist noch das. Ja, da kriegen wir nämlich die Magnum jetzt. Bin jetzt am Überlegen. Aber wir machen das anders. Ich hoffe, ich kann die Dinger so erledigen jetzt. Ah. Come on. Okay. Nimm bloß nicht die Magnum auf, ey. Schnell weg hier. Oh, sehr schön. Sind schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. So. So, geht doch. Siehst du, guck mal, kann man auch so erledigen. Thanks for the help. Jetzt auch noch nachladen, ey. So.
Dann haben wir die nämlich auch schon mal erledigt. Sehr gut. So, kann die mir mal geben. Dann nehme ich das hier. Kombinieren, sehr schön. So, hier kriegen wir auch noch was Schönes. Hat auf jeden Fall geklappt, die doch so zu erledigen. Weil die Sache wäre jetzt die gewesen, wenn wir jetzt hier vorher schon die Magnum aufgenommen hätten. Das kann sie nehmen. Ja, heilen hätte es nicht machen müssen. Ah, jetzt haben wir die Magnum bekommen. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, gibt es hier sonst noch etwas? Sieht nicht so aus. Okay. Dann gehen wir mal wieder hier runter. Ich glaube, sonst haben wir alles, ne? Was ist hier? Da ist auch noch was. Ach, Mist, stimmt. Die Dinger gehen ja hoch. Das habe ich voll vercheckt, Ach. Die Magma-Munition brauche ich doch. Ja, wir hätten hier auch außen rumlaufen können, aber weiß nicht, ich wollte das, dass ich das da lang mache. So. Auf geht's. So, ein bisschen Gold kriegen wir hier noch. So. Soll ich das drehen? Oder sie? Ach komm, ich dreh das. Ja, ich kümmere mich um die Kurbel. Und du? Du gehst über die Brücke. So, jetzt müssen wir das festhalten. Wir dürfen das bloß nicht loslassen, wenn die da drauf ist. Sonst ist sie ja tot. So, jetzt kann ich da loslassen. Ja, heilen tun wir uns beide gleich. Würde ich sagen. So, jetzt ist das Ding offen. Sehr schön. Ach, wollte doch hier oben bleiben erst. So. Warum nimmst du das auf, wenn du sowieso am Ende das mir gibst? Ach, guck mal, hier haben wir was. Dokument. Tagebuch eines Jugendlichen. Ja, die Sache ist die, ich habe einen Bericht sowieso vergessen zu lesen in der letzten Folge. Und zwar direkt am Anfang. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So, 5. April. Ein Mann, der angeblich Vorarbeiter in der Ölanlage ist, hat uns heute besucht. Er sagte, er wolle alle, die in der Nähe des Ölfelds leben, gegen irgendeine Krankheit impfen. Die Generation meiner Eltern wurde hereingelegt. Man stahl ihnen ihr Land und machte ein Ölfeld daraus. Wahrscheinlich fühlen sich die Verantwortlichen schuldig, denn neuerdings wollen sie unserem Dorf helfen. Mhm. Als wir einen Sumpf nicht überqueren konnten, bauten sie eine Art Seilbahn für uns. Manchmal bringen sie uns sogar Alkohol aus dem Ausland mit. Diese Medizin ist wahrscheinlich auch so etwas. Die Medizin ist wahrscheinlich auch so etwas. So. Alle in unserem Dorf freuen sich über die Medizin, aber ich will sie nicht. Dafür gibt es keinen besonderen Grund. Mir ist nur der Vorarbeiter nicht geheuer. 8. April. Alle sind zum Ölfeld gegangen, um die Impfung zu bekommen. So ruhig ist das Dorf normalerweise nicht. Heute kann man nur schlafen. 9. April. Ich habe tagsüber zu viel geschlafen und konnte nachts nicht schlafen. Es war laut draußen. Alle haben sich mitten im Dorf aufgeregt unterhalten. Die anderen Kinder haben alle Fieber bekommen. Die Mütter haben Wasser geholt, um die Kinder zu kühlen, aber das hat nicht geholfen. Am nächsten Morgen waren sie alle tot. Am Morgen ist unser Anführer zum Ölfeld gegangen. Er wollte herausfinden, ob die Medizin schuld am Tod der Kinder ist. Ja, was denn sonst, ne? Als er zurück ins Dorf kam, sagte er, dass die Kinder an der Krankheit gestorben seien. Er befahl allen, sich noch mehr Impfung geben zu lassen.
Ich wollte das nicht, aber alle anderen im Dorf hatten Angst vor der Krankheit. Sie zwangen mich, sie zu begleiten, um mich impfen zu lassen. 10. April. Im Dorf gibt es Schlägereien. Die Männer sind sehr zornig. Vielleicht, weil die Kinder gestorben sind, aber ich glaube, es gibt einen anderen Grund. Die Frauen sitzen nur herum und bewegen sich nicht. Ich frage mich, ob sich die Krankheit ausbreitet. 11. April. Heute konnte ich nicht still sitzen. Irgendwas bewegt sich in mir. Ich habe draußen einen merkwürdigen Mann gesehen. Er war nackt und trug eine Waffe. Er hatte überall Kriegsbemalung. Dabei gab es heute gar kein Fest. Ich wollte mit ihm reden, aber als er sich umdrehte, sah ich sein Gesicht. Er sah nicht wie ein Mensch aus. Was passiert mit den Leuten in meinem Dorf? 12. April. Das Geschrei hat nicht aufgehört. Die Männer ziehen sich wie unsere Vorfahren an und kämpfen gegeneinander. Die meisten Frauen sind gestorben. 13. April. Kopfschmerzen, Fieber, bin wütend. Draußen großen Mann gesehen, riesig, wahrscheinlich Einbildung. 14. April. Fühle mich gut. Schreie, aufgehört. Scheint Spaß. Will töten. Aha. Ja, Impfung? Nein. Virus? Ja. Naja. Das soll man sagen, ne? So. Hier haben wir noch eine Vase. Eine Schlange. Ha, Sheva hat's erwischt. Ach, diesmal hat's mich erwischt. Ach. Okay. Ach, voll, ne? Kann sich ja ein Ei essen. Die Sheva. Nee, da müssen wir nicht lang. Aber wir müssen oben, ne? Genau. Oben war das. Oder? Ja doch. Müsste oben sein. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge geht. Jetzt gerade. Mein Timer habe ich jetzt gerade eh an. So. Nimm du das mal. Bei mir ist eh fast voll. So, hier haben wir auch noch was Schönes. Ein Schätzchen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir aber weiter. So, hier haben wir auch noch ein paar Vasen. Kann sie nehmen. Noch ein bisschen Gold. So. So, dann haben wir nämlich das Kapitel beendet. 3-1, Note A. Wegen der benötigten Zeit. 47 Minuten. Ganz ehrlich. Ach, ich kann jetzt nicht gucken. Ah, ich wollte gucken, wie viel Zeit wir gerade sind. Aber okay. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt hier gerade aufnehme. In diesem Sinne würde ich diesmal sagen, ist wahrscheinlich eine kürzere Folge diesmal. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bis dann.